Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem schönen Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wieder eingeschaltet habt bei meiner Wenigkeit im Harder Team, diesem schönen Spiel Corekeeper, wirklich schönem Spiel Corekeeper. Heute zu einer neuen Folge und zwar geht es heute mal um die neuen Böden. Auch da wieder danke fürs Supporten, danke für die Kommentare, danke für die Daumen und danke für eure Tipps. Ihr seid immer dabei, ihr schreibt immer was rein. Wenn wir auch was vergessen haben und so, ihr nehmt es uns nicht übel, nein, ihr ergänzt das und dann wird sich untereinander ausgetauscht. Mega geil. Leute, macht bitte weiter so. Wir feiern das wirklich sehr und wir freuen uns riesig, dass das Spiel so ankommt, weil es uns echt Spaß macht. Und wir uns einfach freuen, dass wir das mit euch teilen können und ihr dann auch Bock drauf habt. Das ist einfach eine coole, coole Sache. Wir haben auch einiges Neues gebaut. Das werden wir euch in einem extra separaten Video zeigen, weil das würde jetzt den Raum dieses Videos etwas sprengen. Heute geht es um die Böden und da hat schon jemand geschrieben, wusstet ihr eigentlich, dass ihr im Matschgebiet, so nenne ich es gerne, beziehungsweise im Claygebiet hier eben, gibt es ja Pilze. Und da gibt es jetzt neue Gegner, nämlich diese Kollegen hier, die wandelnden Pilzgegner. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ich wusste das nicht, nein, denn ich war da nicht in diesem Gebiet. Ich habe mich da nicht umgesehen, habe aber durch Zufall den Fungusboden gekriegt. Lockere Erde durchsetzt mit Myzelin. Nach einiger Zeit wachsen darauf Pilze und Pilzbode. Pilzbolde. Ich denke mal, die Pilzbolde sind sehr wahrscheinlich vielleicht die Gegner. Das heißt, ihr könnt euch die Gegner selbst züchten. Und das ist mega geil. Für alle Leute, die Arenas bauen oder die Figuren formen, so wie ich. Ihr war es halt unheimlich nervig und musste zum Beispiel das Azios-Gebiet, habt ihr gemacht, habt ihr erkundet. Dann wolltet ihr die Figur haben und dann seid ihr halt dort wieder hochgegangen und habt irgendwelche Gegner gesucht. In der Hoffnung, bei uns auf der Karte war es dann wirklich so, wenn du die einmal ausgerottet hast, das hat ewig gedauert, bis neue Gegner da waren. Gerade die Steingegner oder so, bis ich die Figur von dem großen Dicken hatte, das hat ewig gedauert. Jetzt können wir das alles umgehen, indem wir uns einfach die Böden des jeweiligen Bereichs holen. Und die sind eben dort sehr wahrscheinlich abbaubar. Ich habe die aber gekriegt, indem ich einfach Schleims gekillt habe. Das geht genauso. Wenn ihr Schleimgegner killt, können die Boden droppen. Das ist genau wie bei jedem anderen Gegner. Hier haben wir zum Beispiel den Steinmoosboden. Bodenpflanzen, die in den vergessenen Ruinen gefunden werden. Auf ihnen wachsen winzige Beeren, die Grottlinge aus dem jeweiligen Areal anlocken. Das heißt, wir werden dort Grottlinge kriegen, das heißt jetzt so, die Steingegner hier. Den habe ich noch nicht gepflanzt, den habe ich noch nicht eingesetzt, weil ich habe da nur drei, habe ich noch nicht gesucht, weil wir haben ja noch welche gefangen, sage ich mal so. Oder sagen wir mal, nett, wir waren so nett, die bei uns wohnen zu lassen. Ja? Leider ist dank dem letzten Update sind einige Gegner rausgepackt und die mussten wir leider fernstellen, deshalb, ja, haben wir noch zwei, aber ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall können wir die uns jetzt selbst züchten. Und für alle, die Figuren wollen oder diese Gegner eben wie wir in der Arena kämpfen lassen wollen, können eben jetzt den Boden pflanzen und dann spawnen die dort drauf. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ebenfalls gibt es das hier oben beim Azios-Gebiet. Und da habt ihr halt jetzt das Glück. Früher haben wir ja eben nur die normalen Gärtner herlocken können. Jetzt haben wir die Scharfschützen noch dazu, denn hier spawnen alle Gegner, die es in diesem Bereich gibt. Das könnte dann auch sein, dass hier unten drin dann ganz schnell mal ein großer Dicker steht. Ne? Das kann passieren. Jetzt, wo ich die Figur habe, ist das für mich jetzt eher nicht mehr so lukrativ, aber ja, das kann natürlich passieren, weil theoretisch spawnen dort alle Gegnerarten, die es in diesem Bereich gibt. Und da haben wir dann halt noch dazu, haben wir noch den Blütenmoos, das ist dann das hier oben, genau. Bodenpflanzen, die in Azios Wildernis gefunden werden, auf ihnen wachsen winzige Beeren, die Grottlinge aus dem jeweiligen Areal anlocken. Und dazu haben wir noch den Stadtmoos, Bodenpflanzen, die in der verlorenen Metropolis gefunden werden, auf ihnen wachsen winzige Beeren, die Grottlinge aus dem jeweiligen Areal anlocken. Ja, das bleibt also so. Immer das jeweilige Areal. Und da sehen wir schon da drüben. So, jetzt ist das Problem. Kann ich euch jetzt mal zeigen, was passiert gleich. Wir haben jetzt hier einen Magier drin und der hat sich natürlich gleich erstmal einen Roboter als Verstärkung geholt und den hat er natürlich jetzt aktiviert und jetzt, genau, haben wir das Problem. Also der Kollege macht ordentlich Bums. Auch für die Arena eine coole Sache, wenn wir es schaffen, den Roboter dort hochzulocken. Ist das natürlich ein cooler Gegner. Aber da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, wenn er es so macht wie wir, dass er so Art Zellen baut, wo eben hier, ein Zaun ist als, naja, Gefängnistor, sag ich mal, dann kann er durch da durchschießen, ne? Und da macht nicht unerheblichen Schaden. Da kann er euch auch ein bisschen was kaputt machen, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Im Bestfalle tut das irgendwo pflanzen, wo ihr halt frei seid, wenn ihr die formen wollt, die Figuren zum Beispiel von denen. Und ansonsten, wenn ihr es so machen wollt wie wir, dann macht die Mauer einfach ganz zu, dann kann eigentlich nichts passieren, weil rausschießen kann er ja nicht. Und das ist ja relativ starkes Material hier. Da kann eigentlich nichts passieren bei den roten Wänden. Es kann halt nur sein, die packen sich mal raus. Ja, und was ich auch noch sagen will, ist, dass ich zumindest gesehen habe, im Azios-Gebiet habe ich mir oben markiert mit einem Fragezeichen. Ich war ungefähr hier und wollte dann einfach die neuen Samen sammeln. Dazu gibt es auch ein extra Video auf dem Kanal, die im Azios-Gebiet gedroppt werden durch die Pflanzen, die dort wachsen.
Oder aber die könnt ihr auch abbauen. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt aber nicht, denn wenn du ein neues Gebiet hast, willst du das erkunden und rennst nicht erstmal in den alten Gebieten rum. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Genau deshalb machen wir diese Videos, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Update bietet für jeden Bereich was. Also die haben in jedem Bereich irgendwo was hinzugefügt. Wie zum Beispiel die Böden, die Pilzgegner und eben auch im Azios-Gebiet habe ich hier zum Beispiel eine Fläche, wo das neue, der neue Strandboden ist, Strandwände und ein bisschen von dem neuen Orikalkum oder Orikum-Erz. Ich kann es auch nicht so richtig machen. Alkalina-Erz, nennen wir es mal so. Konnte ich damit abbauen, mehr gibt es aber nicht. Hier gibt es keinen einzigen Gegner drauf. Hier ist wirklich nur der Boden und die Wände. Warum dieser Bereich mitten im Azios-Gebiet bei uns ist, weiß ich nicht. Ob das ein Fehler ist oder ob das hier irgendwo nochmal auftaucht, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Oder ob das einfach dafür gemacht ist, dass man eben den Boden und die Wände formen kann. Kann ja sein, weiß ich nicht. Wie gesagt, sonst gibt es hier nichts. Holz, also es gab dieses Korallenholz hier sehr, sehr, sehr viel. Das könnte schon sein. Aber ansonsten, oder ob die Gebiete Azios und das neue Gebiet miteinander verschmelzen sollen, dass vielleicht, wie gesagt, hier irgendwo nochmal so ein Bereich auftaucht, wo die Wände, diese unzerstörbaren Wände drumherum waren, war irgendwo hat man da so ein Oval freigesetzt, dass das quasi das jetzt sein soll, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich dann weiter hochgegangen und habe hier nochmal unglaublich viel gesehen. Also ich dachte eigentlich, dass hier oben war bei uns eigentlich die Grenze. Und ich weiß nicht, ob sie das nochmal erweitert haben, weil hier oben geht es jetzt bei mir noch weiter. Und hier zum Beispiel haben wir ganz viel diesen Blütenmoosboden, habe ich da ganz viel gefunden. Also Massen zum Abbauen. Ihr seht es ja hier. Ich habe hier 286 Stück, die habe ich alle abgebaut. Alle dort oben in diesem Bereich hier. Und da wachsen dann auch, wächst da neue Hafer-Samen. Den könnt ihr quasi den Hafer abbauen, dann habt ihr die Samen dazu. Und dann gibt es halt noch ein paar solche Spots, solche Dörfer eben, wie es schon immer war, ne, mit diesen ganzen Gegnern drin. Und das ist aber einfach mega cool, wenn du dort hochkommst und willst eigentlich was völlig anderes machen und merkst auf einmal, dass das Spiel sich geändert hat, dass das Update wirklich für jeden Bereich war. Das ist einfach nur mega, mega geil und das feiere ich so an den Entwicklern, dass die das gemacht haben. Finde ich richtig cool. Bitte, bitte macht weiter so. Also das Spiel für, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, aber lass es mal, ich habe glaube ich 11 Euro bezahlt. Für 11 Euro ist das ein absolut mega gutes Spiel. Ja, okay, wenn man nicht bauen will und man ist relativ schnell bei den Endbossen durch und so weiter. Das mag alles sein. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen Spaß am Spielen hat und Ideen umsetzt, so wie wir, dann ist das absolut die Härte. Das Spiel für 11 Euro ist der absolute Wahnsinn. Und das neue Update kostenlos ist grandios einfach. Es ist einfach mega grandios, was du da geboten kriegst. Du kriegst kostenlos ein neues Update hingeschmissen. Und da gibt es mehr als bei Diablo Immortal, wenn du es bezahlst. Ne? Sag ich mal so, mit dem Lootbox-System. Ja, gerade große Diskussion, wollte ich jetzt mal aufgreifen. Ja, also mega cool. Danke, liebe Entwickler. Cooles Ding. Und macht auf jeden Fall Spaß. Umso mehr, also alles, was wir neu noch dazu finden, werden wir euch noch ein Video bringen. Bis jetzt sind wir diese 4 Böden bekannt. Auch hier gerne wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch mehr Böden kennt. Dann werde ich das natürlich noch ergänzend erwähnen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Das wollte ich euch gerne zeigen und sagen. Vielleicht wusste das der eine oder andere noch nicht, dass es halt auch im Steingebiet solche Böden gibt, dass ihr jetzt auch die Steingegner selbst, sage ich mal, anlocken könnt. Müsst euch nicht mal wie wir den Sackgang machen, dass wir die haben, die ja von dem Steingebiet hier hochgelockt und dann quasi eingesperrt, um mal zu gucken, wer die Stärkeren sind. Und jetzt gibt es in der Arena natürlich viele, viele neue Möglichkeiten, da wird es auch demnächst einige Folgen geben, denn jetzt haben wir ja wirklich Potenzial da, da Gegner in den Ring zu schicken, die ordentlich Aua machen. Ja. Wobei die Pilze, muss ich jetzt dazu sagen, meine lieben Freunde, also die sind nicht wirklich stark, das ist ein Schlag weg. Ja, also die, wenn die euch sehen, sind die sofort aggro und rennen auf euch zu und wollen euch eben wegpoken. Aber wenn er einmal zuschlagt, sind die weg. Also die halten auch nichts aus oder irgendwas. Ne? Aber trotzdem eine coole Idee einfach, dass es sowas gibt. Pilzgegner. Mega geil. Dumm nur, wenn du es machst wie ich. Ich habe halt wollte ein Beet mit Pilzen anlegen. Klar, ich dachte, oh, hey, geil. Mach ich mal ein Pilzbeet. Und dann auf einmal hatte ich zwei solche Pilze im Lager, die rumgerannt sind und mich sofort attackiert haben. Und ich dachte, okay, nee, das wird Mist. Das müsst ihr halt vorher wissen. Ihr müsst es ein bisschen absperren mit einem Zaun oder irgendwas, dass er da halt, dass die Pilze da nicht sinnlos rumrennen. Wenn er mal eine ganze Weile formt und dann kommt er da ins Lager zurück und dann steht da 20 Pilze und mache euch alle. Ne? Ja, auch blöd. Ja, natürlich gibt es auch den neuen blauen Boden, klar, aber das ist ja jetzt nichts Neues, diesen blauen Schleimboden kann man ja machen, da kann man diesen blauen Schleim, ja, anlocken, nennen wir es mal so, da wird dort gespawnt, ja, geile Sache, auch deko-technisch wieder kann man viele, viele Möglichkeiten, vieles Cooles, Neues machen, einfach mega geiles Update, wirklich mega geiles Update, wir sind sehr, sehr begeistert und freuen uns auch, euch neue Folgen präsentieren zu dürfen, wie gesagt, schön in die Kommentare rein, noch bei mehr Ideen und Ergänzungen, Daumen nach oben, Glocke und Abonnement, nicht vergessen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ein Tschö mit einem Öl.